Dann ist auf jeden Fall schon mal wieder zwei Plätze frei. Und kann das mal weitergehen. Bin ich jetzt in der Mauer drin oder wie? Hier wollte ich eigentlich lang. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Gefängnismauer ist und was das allgemein für eine Mauer ist. So. Kriege ich den von hier aus? So. Ja, dann macht mal einen auf starken Mann. So. Dankeschön. Sag mal, bleib mal stehen hier. Der rennt hier mal weg hier. Dann tut er ja schon die Finger weh. So, jetzt muss ich mal ganz schnell flüchten. Ihr wisst warum? So, schnell. Gut, mal der darf mir jetzt nicht mehr durch die über den Wege laufen hier. Wo ist der denn? Dankeschön. Dann kann ich jetzt hier wieder rüber. Was gibt denn mir denn? Stofffetzen, Gummiring, Stück Eisen. Ja, hat sich aber jetzt etwas gelohnt. So, dieser dicke Brocken. Dafür hat er mir einen Energieriegel abgenommen. Den muss ich mir irgendwie wieder zurückholen. Hier war doch so eine Mauer. In der Stadt. Hallo. Ah, ich bin schon so ein großer. Krass. So. Ja. Krass, nee, wirklich. Hat er mir auch was gegeben? Super. Mit denen kam ich aber besser klar. Was erwartet mich denn hier unten? Naja, eigentlich nichts Besonderes. Dann komme ich wieder hoch. Da unten ist ja nichts. Man darf die ja nicht erst dazu kommen, zuzuschlagen. So.
Die rennen immer weg hier. So. So. Shit. Der hat eine Wurfaxt. Meine Fresse, das war jetzt aber scheiße. Ich sollte den Großen erstmal aus dem Weg gehen. Wir müssen auf jeden Fall mal in die Häuser rein. Warum sehen die alle so beschissen aus? Um an die Truhen ranzukommen, um eventuelle Schokoriegel noch zu finden. Dankeschön. Gibt es hier hinten noch Zeug? Nein. Also, die Einrichtung spawnt sich irgendwie immer anders. Dann wollen wir mal das Zeug auseinandernehmen und hoffen, dass da irgendwo ein Schokoriegel liegt. Vielleicht finden wir ja auch noch einen Schrank. Vielleicht ist da ja was drin. Nee, ist es nicht. Gucken wir mal oben, ob oben was ist. Ach stimmt, das. Die haben ja alle kein Geländer dran. Da ist was Gelbes. Was ist denn das? Laufschuhe. Ich probiere die mal aus. Aber habe ich nicht schon ein Gewehr? Ich nehme es mal mit. Was man hat, hat man. Wenn das Inventar voll wird, muss ich es rausschmeißen. So. Aber nicht immer wegrennen hier. Das ist unfair. Gut, hier hinten ist noch was. Ja. Oder, naja, ob ich das andere brauche, ist eine andere Frage. Ich habe ja noch ein bisschen Platz. Ich kann später immer noch aussortieren. Aber insofern nehme ich erstmal alles mit, was auffindbar ist. Und die Truhen sind immer echt gut für Nägel. Okay, gibt es hier noch ein Haus? Kann man hier eventuell rein? Ach, den hätte ich doch beinahe übersehen. Meine Güte. An der bin ich fast vorbeigelaufen. Da vorne ist eine Tür. Hallo. Ich wollte ihn mal kennenlernen. Wie geht es Ihnen denn so? Danke, dass Sie mir was schenken. Nehme ich immer gerne an. So, dann wollen wir das mal hier auseinandernehmen. Kann man hier auch drinnen was machen? Nee, was ist denn eigentlich das hier? Ein Brecheisen sehe ich hier. Irgendwie hier kann nicht mal eine Cola kann man sich nehmen, die unendlich haltbar ist. So, super.